Jetzt hat es funktioniert. Super. Ja, herzlich willkommen zurück zu Indiana Jones und der Turm von Babel. Heute hängt das ganze Spiel ein bisschen, kann das sein? Naja, ich habe meinen Computer eben gerade erst hochgefahren. Vielleicht muss er sich erst noch aufwärmen. Ja, wir haben in der letzten Folge das Problem mit diesem komischen Ton gehabt, der sich aufgehängt hat, wegen der MP. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wie sich dieses Geräusch aufgehängt hat. Ja. Das habe ich in den Griff bekommen, indem ich das nochmal neu gespielt habe. Und wir sind jetzt wieder an der Stelle, hier, wo wir den zweiten Block auf die Druckplattform geschoben haben. Somit haben wir die zweite Brücke ausgefahren. Ich glaube, das müsste die da hinten sein. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Wir müssen jetzt halt einen etwas größeren Umweg dafür laufen, weil die halt so weit weg ist. Aber so ist das Leben. Man kann ja nicht immer Abkürzungen haben. Und ich höre einen Gegner. Ich habe eigentlich gedacht, das hat sich mal langsam ausgegegnert, aber anscheinend nicht. Ich nehme jetzt das Schrotgewehr. Das hängt sich wenigstens nicht auf. Das ist schon eine geile Waffe. Und er hat auch ein Schrotgewehr verloren. Wunderbar. Da ist noch... Glück gehabt. Heilkräuter. Und stirb. Ach, der braucht eigentlich nur einen Schuss. Okay, vorhin habe ich einen daneben geschossen. Oder ich war zu weit weg. Weil so eine Schrotflinte oder so ein Schrotgewehr verliert ja die Wumme so in der Entfernung. Ist ja eigentlich eher so eine Nahkampfwaffe, glaube ich. Aber ich kenne mich mit Waffen nicht so aus, also vielleicht laber ich ja auch totalen Mistdreck. Naja, weil ich glaube, dass eine Schrotflinte eher so Streuschüsse hat, so Streupatronen. Aber ich glaube, da gibt es auch verschiedene. Weil bei Tomb Raider gibt es ja die roten Munition und diese blauen, glaube ich, ne? Und die blauen sind, glaube ich, Wideshot, also Weitschuss-Ammo. Und die roten sind, glaube ich, für den Nahkampf eher geeignet. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt hier drüben die Brücke, über die wir drüber müssen. Und da kommen wir in den nächsten Abschnitt des Levels und dem Endgegner immer näher. Da kommen wir schon zu unserem dritten Maschinenteil, übrigens dem dritten von vier. Aber wir haben trotzdem noch einiges vor uns, das könnt ihr mir glauben. Und ich freue mich drauf, weil das Spiel mag ich echt gern. Und jetzt gucke ich erstmal, wir haben erst vier Schätze gefunden, das heißt auch in diesem Level haben wir noch viel vor uns. Hoffentlich finden wir noch fast alle Schätze, oder ich hoffe natürlich, dass wir alle finden. Da unten liegt einer, seht ihr das? Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie kommt man da am besten runter. Aber wir sollten vielleicht erstmal rüberschwingen. Genau. Ich höre Gegner. Die kriegen gleich... Ey! Indy, was machst du denn? Bist du schon wieder bescheuert oder was? Ja, das gibt natürlich nichts, Indy. Ich hoffe, dass sie sich nicht aufhängt. Oh, ist es eh zu spät. Indy ist mal wieder gestorben. Kennen wir das nicht anders? Nein, wir kennen das nicht anders. So, und jetzt nehmen wir wieder unsere Peitsche, schwingen rüber. Und ich würde gleich wieder zurückschwingen, weil wir dann besser kämpfen können. So, direkt umdrehen, Indy, und zurück. Ja, genau, schimpft mal ein bisschen mit dem Indy. So, und dann holen wir sofort... Ja, das Schrotgewehr, das ist cool raus. Ey! Nein! Hey! Hallo? Ach, da... Ey. Ach, Mann. Indy kann nicht während dem Springen schießen. Lara kann das. Typisch. Indy, was machst du denn? Was ist das denn? Seht ihr das? Was ist das schon wieder für ein Bug? Das gibt's ja nicht. Meine Güte. Kann es sein, dass Indiana Jones und der Turm von Babel übelst verbuggt ist? Maschinenpistole. Ja, jetzt geht's, glaube ich. Ja, einigermaßen. Gut, das hat geklappt, aber ich speichere... jetzt habe ich doch Quicksave gemacht. Ich hoffe, dass da diese komische Peitsche weg ist, weil das ist ja mal wieder typisch. So, war da oben nicht noch ein Gegner? Ja, da ist noch einer. Dann müssen wir uns vorhin acht nehmen. Das sind sogar zwei. Okay, laden. Und hoffen, dass die Peitsche weg ist.
Gut, nein. Was will ich denn mit der Peitsche jetzt? Das ist ja schrecklich. Oh Mann, ist das Spiel verpackt. Echt schlimm. Aber jetzt stürmen wir erstmal die Gegner. Perfekt. Und nehmen die Munition mit. Also die Peitsche nervt ihn. Was machst du denn für einen Mist? Ich glaube, der Typ muss sich echt mal andere Hobbys suchen. Kann das sein? Guckt euch das doch mal an. Ganz schlimm. So, vielleicht... ja, alles klar. Ich finde das jetzt gerade ein bisschen doof, dass das so verbuggt ist. Guck mal, das sieht aus, als hätte Indy einen Stock in der Hand. So ein Riesenstab. Ist echt schlimm. Aber das bringt alles nix. Wartet mal, ich... lad mal was anderes. So, jetzt ist die Peitsche weg, aber das ist nicht die aktuelle Stelle. Das heißt, wir laden wieder. Okay. Ich habe gerade den falschen Safe geladen. Ja, nee, ach shit. Okay, Leute, alles klar. Ich spiele das gerade nochmal offscreen bis hierhin. Bis gleich. Ciao. Weil das nervt. Also, das geht gar nicht. Wo habe ich denn Pause hingelegt? Z? So, und da bin ich wieder. Die Gegner sind ausgerottet. Und der Bug ist entbuggt. Jo, ich nehme jetzt mal eine vernünftige Waffe wieder. Achso, die Zeit muss ich wieder stoppen. Nein, vernünftige Waffe, Indy. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Gut, also. Ich weiß nicht, warum ich... Doch, ich weiß es. Ich nehme immer die 6, wenn ich das MP nehmen will. Weil bei Tomb Raider auf der Schnellwahltaste 6 das MP ist. Hier ist es aber leider die Machete. Und ich lerne das einfach nicht. Gut, hier dürfte irgendwo eine Leiter vielleicht sein, weil wir nach unten kommen müssen, um den Schatz aufzuheben. Oder habt ihr eine bessere Idee, wie wir da am besten schadfrei runterkommen? Ja, vielleicht von drüben, von hier? Ich weiß es nicht. Man kann es ja mal probieren, ne? Ja, das sieht gut aus. Oh Gott, das war ein bisschen tief. Naja, probieren wir es nochmal. Wo bin ich? Hier bin ich. Nach da unten? Nein, Indy. Nein. Aber ich glaube, das ist sowieso die falsche Lösung. Wir müssen das von ganz unten regeln. Also. Nett, dass wir wieder ins Loch fallen, Indy. Perfekt. Und nach hier unten, das war schon wieder nichts. Ja, dreimal sterben ist natürlich immer klar. Alle guten Dinge sind drei. Wie immer. So, und jetzt hier rüber. Speichern. Hier können wir auch... Ja, genau. Hier ist jetzt so eine treppenförmige... So ein treppenförmiger Aufbau. Da können wir jetzt mal runter. Und heben mal den Schatz auf, wenn wir die... Schlange mit der MP getötet haben. Perfekt. Ich habe jetzt irgendwie immer Angst, dass bei der MP sich das Spiel aufhängt wieder. Das ist natürlich doof. Aber für diese Angst werden wir mit einem Schatz belohnt... Goldmünzen. Aha. Aha. Goldmünzen. Juhu. Und dann können wir auch gleich wieder zurückgehen. Alles klar. Hier drüber klettern in die. Und weitere Schlangen abknallen. Das war bestimmt nicht die einzige. Aber ich finde, die sind schön, die Schlangen. Die gefallen mir. Gut, und bevor wir oben weitergehen, gucke ich nochmal hier unten in der Ecke, ob da vielleicht auch noch ein Schatz liegt. Weil wir haben ja noch 5 offene Schätze. Und so lange habe ich das Level gar nicht mehr in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Also. Gut, dann gehen wir jetzt wieder hoch, weil hier unten habe ich jetzt nichts gesehen. Okay, ich wollte schon sagen, Indy, wenn du da nicht hochkommst, das wäre wirklich sehr schlecht. Das wäre grottenschlecht. Ja, und ich sehe schon kommen. Jetzt wird sich wieder Indy beim Hangeln tierisch beeilen. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, Lara hangelt ja schon langsam, aber Indy... Also, wie der hangelt, das dauert echt ewig. Also, hangeln wir mal, ne? So weit wie möglich laufen, damit wir nicht so weit hangeln müssen. Okay, das Stück ist ja nicht weit. Das überleben wir.
Gut, aber wenn man so eine lange Strecke langhangeln will, dann braucht man schon viel Nerven. Bei dem lahmen Indie hier. So, das hätte man geschafft. Und dann gehen wir Richtung Ausgang, glaube ich. Irgendwie bleibt der Indie immer mitten im Laufen stehen, kann das sein? Ich glaube, das liegt an meiner Pfeiltaste, weil das bei Tomb Raider auch oft passiert. Es liegt wahrscheinlich an der Pfeiltaste. Okay. Entschuldigung, ich habe mich gerade voll verschluckt. Das passiert mir in diesem Level ja irgendwie öfter, kann das sein? Gut, diesen Teil von dem Level hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Keine Ahnung. Indy, willst du Nemea aus dem Wasser raus? Okay, dann halt nicht. Okay, das ist wahrscheinlich zu hoch. Also den Teil habe ich hier total vergessen. Habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Das ist ja mal interessant. Ich würde sagen, wir springen erstmal ins Wasser. Weil das Überwasser auch so unheimlich laut ist, aber unter Wasser ist es irgendwie auch laut. Also, naja. Gut. Aha. Indy, was tust du da? Okay, da können wir, glaube ich, rausklettern. Wenn ich das so richtig sehe, ja. Okay. Und da können wir wahrscheinlich von Seite zu Seite springen, um nach oben zu kommen. Genau. Wunderbar. So, und jetzt wieder so. Sehr gut, Indy. Ich bin begeistert von deinen Fähigkeiten. Nicht. Aber das habe ich dir ja schon oft genug gesagt. Und noch eins weiter nach oben, dann haben wir das auch geschafft. Wir sind oben angekommen. Yeah. Da ist ein Schalter. Okay. Und den drücken wir jetzt einfach mal, wenn Indy richtig springen würde. Was er natürlich nicht tut, weil er keine Lust drauf hat. Ja, ich würde schon wieder sagen, wir kennen es ja nicht anders. Ach, das ist ein Fischmaul, auch nicht schlecht. Okay. Hätte ich vielleicht bei vollem Wasser noch irgendwie Schatz da drin finden können? Ich untersuche das da unten gerade nochmal. Ne, dass wir dadurch jetzt irgendeinen Schatz verpennt haben. Ach nee, ich glaube, das war ein Wasserfall. Also hier waren wir ja drin. Ne? Hier war ja alles soweit gut. Da konnte man einfach hochtauchen. Ist jetzt auch keine Stelle, wo wir das Urgons-Artefakt einsetzen können. Hier ist ein Block. Okay. Okay, also da ist der Wasserfall. Hier, aber da kann man auch nicht durch. Ah, ich habe verstanden. Wir müssen jetzt diesen Block erstmal zum Ausgang schieben und wenn wir das Wasser wieder reinlassen, wird er, glaube ich, rausgedrückt oder so. Ich weiß es nicht genau, aber so könnte ich mir das jetzt vorstellen. Und da kann man dann wieder die Leiter hochklettern. Was ist das hier für ein Loch? Ach so, den. Ach nee, ach, das ist ja der Durchgang, alles klar. Ich bin schon wieder verwirrt. Kennen wir auch nicht anders. Ich muss es hier nochmal sagen. Was ist das für ein komischer Block? Den kann man auch ziehen. Oder schieben. Ich glaube, schieben, damit wir wieder hochkommen oder so. Ja, und den schieben wir jetzt gerade nochmal geradeaus, damit der dann rausfliegt beim nächsten Wasser einfüllen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Genau. Geht's nochmal in die oder geht's nicht mehr? Es geht sogar nochmal. Er hat nicht gesagt, zu wenig Platz zum Rangieren. Ne, Indy, dein Lieblingssatz. Zu wenig Platz zum Rangieren. Da habt ihr's, ne? Indy und sein Platz zum Rangieren. Kennen wir ja nicht anders. Ne? Gut. Indy, du sollst eigentlich nur auf den Block klettern. Mehr erwarte ich gar nicht von dir. Okay, und dann klettern wir jetzt da mal hoch. So weit hoch wie es geht. Ich glaube, es geht gar nicht so weit hoch. Oder täusche ich mich jetzt? Doch, es geht hier hoch. Dann klettern wir nach links. Links, links, links.
hinterm Indie stinkt's. Es geht auch noch weiter irgendwie. Ach, keine Ahnung. Vielleicht geht's auch gar nicht weiter. Links, 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 hinterm Indie stinkt's. Nee, ich glaube, das geht gar nicht weiter. Egal. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder oben angekommen. Einen Schatz haben wir jetzt hier drin gar nicht gefunden. Aber es heißt ja auch nicht, dass wir in jedem Raum einen Schatz finden müssen. Also von daher gesehen. Gut, ich wäre fast ins Loch gefallen. Aber da wäre ich, glaube ich, eh nur auf der Stufe gelandet. Das wäre nur halb so wild gewesen. Da können wir nicht drauf. Und jetzt drücken wir den Schalter nochmal. Sehr schön, wie ich mir das gedacht habe. Gut, okay, das wäre es dann, glaube ich, auch schon hier in diesem Raum. Ich glaube, hier gibt es sonst nichts mehr groß zu entdecken. Diese Tür ist zu. Da kommen wir also nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Ich glaube, das war's, wenn ich ehrlich sein soll. Nur ich finde, dass irgendwie der Wasserfall ein bisschen fail ist. Wenn man mal guckt, dass der Wasserfall unter Wasser weitergeht. Komisch. Sehr komisch. Okay. Also, ich glaube, das wäre es jetzt wirklich gewesen. Das heißt, wir klettern jetzt wieder nach oben, um in den nächsten Abschnitt zu kommen. Genau. Nämlich, wenn wir hier nach da gehen, kommen wir jetzt wieder weiter nach oben. Zur nächsten Brücke, glaube ich. Und dann kommen wir, glaube ich, schon bald zum Endgegner. Ach, ich glaube, ich weiß, wo es die ganzen Schätze gibt am Ende. Ja, ich glaube, ich weiß es. Aber dazu später mehr. Jetzt gucke ich hier gerade nochmal. Schätzemäßig, nichts verpasst, alles klar. Gehen wir weiter. Ach, da unten ist jetzt übrigens dieser schöne See, wo wir den einen Schatz drin gefunden haben. Und da sagen wir jetzt ciao. Zu dem schönen Tal der Olmeken. Also nicht ciao zum Tal der Olmeken, weil da sind wir jetzt noch ein bisschen. Aber tschüss zu diesem schönen Fluss hier und zu dem tollen See und der tollen Landschaft. Obwohl, ein bisschen Landschaft haben wir jetzt auch noch. So, das war gut. Schlange tot. Da unten sieht es wieder so schätzemäßig aus, deswegen gehe ich da einfach mal hin. Und lass ihn die mal sterben. Klasse. Wunderbar. Gut, ich wäre fast schon wieder runtergefallen. Ja, okay. Und nach unten. Schatzi, komm her. Ach ja, was ist denn das? Hier unten ist ja gar nichts. Kein Schatz, nix. Überhaupt nix. Außer ein bisschen Wiese. Und ein paar Felsbrocken. Also das geht ja gar nicht. Da geht man hier ganz erwartungsvoll runter, hofft, da liegt ein Schatz und da wird man bitterböse enttäuscht. Also jetzt meine ich gleich. Ist das traurig, Leute. Okay, das war jetzt echt schlecht gespielt. Ich lasse es lieber. Okay, da ist eine Schlange. Oh, ne, Indy, was hast du eigentlich immer für ein Problem? So. Und vielleicht finde ich hier hinten eher... Ne, das ist das ja da unten. Das Loch hat mich enttäuscht. Okay, es gibt Schlimmeres im Leben als Löcher, die einen enttäuschen. Gut, hier hinter liegt vielleicht ein Schatz. Enttäusch mich nicht. Ach so, ich habe jetzt die Schlange für Silbermünzen gehalten. Schade. Ich bin heute voll auf Schätze aus, kann das sein? Schatz hier, Schatz da. Naja. Boah, das hat sich gerade gereimt. Schatz hier, Schatz da. Naja. Und damit sage ich ciao bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns an dieser Stelle, genau hier, dann wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.